So, ups, ja. Ich denke mal, wir können jetzt mit dem Stream anfangen. Jetzt kommen die ganze Zeit irgendwelche Meldungen rein. So, damit herzlich willkommen hier im Stream. Ich wollte einen Remix heute machen von einem Song. Ich weiß ehrlich gar nicht gesagt, ehrlich gar nicht gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Ich weiß schon, wie der heißt, aber ich bin nicht sicher, ob der wirklich so heißt. Der hat, glaube ich, zwei Namen. Der ist auch nicht so bekannt. Und davon möchte ich halt einen Remix machen. Aber ich denke mal, wenn ihr das hört, kennt ihr den Song. Das Problem ist, ich habe das Projekt noch gar nicht gefunden. Ich suche gerade alle Sachen hier durch. Das ist auch nicht, oder? Nein, das ist nicht. Ah, fängt ja schon super an. Diese Musik ist schrecklich. Nö. Nee. Hallo, willkommen im Stream. So, ich suche jetzt diesen scheiß Song. Ich glaube, das ist das, oder? Dede, Dance, Amstel, Jenny von der Blood. Geiler Song. Was ist denn das hier? Okay. Ich habe so viele Projekte und ich finde den Song nicht. Ist das überhaupt richtig sortiert? Sortieren nach Änderungsdatum. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Jetzt hat er es komplett anders sortiert, obwohl es davor schon so sortiert war. Größe. Sag mal, wo ist denn das? Dann ist Test 1, Drums, Strings. Ich öffne mal einfach an. Das kann jetzt. Tut mir leid, das kann jetzt ein bisschen dauern. Von Lady Gaga ist das nicht. Das ist von. Weiß ich nicht. Habe ich auf YouTube. Im Verlauf, da steht drin, wie der Song heißt. Aber ich kann jetzt nicht gucken. Das Projekt, also nicht wundert für die Leute, die jetzt denken, was sind das da? Ihr könnt das irgendwie nicht sehen. Das ladet hier. Gleich ploppt hier was auf und dann, da ist es schon. Ist es das? Nö. Das ist aber was anderes Altes. Sag mal. Toll. Ich kann hier mal kurz das A cappella spielen, solange ich jetzt hier suche. Neu. Von mir aus können wir auch das komplett neu anfangen, weil ich fand auch den Remix, den ich schon angefangen habe, ging so und es ist jetzt kein Problem, wenn ich das nochmal von vorne anfange. Da habe ich auch nicht so viel schon gemacht. So, ich spiele mal kurz die A cappella vor. Die hatte ich mir mal geklaut von einer Internetseite, die das nachgesungen hat, weil es die Original-A cappella leider nicht gibt. Manchmal ich finde die Musik gerade richtig cool. Gut. Zu viel. Das ist die A cappella. Ich spiele sie mal vor hier. Oh. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Remix. Erstmal das Tempo. Das war, glaube ich, 124. Schade, dass ich das andere jetzt nicht laden kann, weil ich es nicht finde. Das ist ja super. Da ist der Anschlag. Jetzt hier. Ah ja, genau, von diesen Typen da. Frag mich nicht, wie das ausgesprochen wird. Dr. Alban. Die halt das Klavier, was da im Lied ist. Das hatte ich schon hingesetzt in der FL Studio. Ich kann mir das jetzt rauskopieren, wenn ich die Datei finde. Aber ich finde die ja nicht. Backup 3? Was ist das? Warum das auch so komisch sortiert ist? Da sind Songs. Also ich habe es sortiert nach Zeit, nach Änderungsdatum, weil ich das letzte Mal das Projekt geändert habe oder was abgespeichert habe. Und alte Sachen, die ich vor 2 Wochen angefangen habe, sind einfach mal oben. Also. Da, wo ich halt
soll ich das sagen? Das wird von unten ist das Älteste und oben ist das Neueste. Und da war was Altes oben. Ah, das war ein Backup von diesem Song. Ja. Habe ich es auf dem Desktop gespeichert? Jingle, Kickdown, Kotz. Nö. Ich kann es mal kurz zeigen hier. So. Da sind ein paar Projekte. Es sind aber nicht alle, noch lange nicht. Aber eigentlich müsste hier oben oder hier so in der Mitte. Ist es aber nicht. Wo ist das? Nee, ein Papierkorb ist es auch nicht, weil da ist schon alles ausgeleert. Ich will das jetzt finden oder ich muss es neu hinsetzen. Ach, weißt du was? Ich setze das neu hin. Ich scheiß drauf. Öffnen. Wo ist es da? So. Das machen wir auf 2. Das machen wir auf 1. Muss ja ganz kurz husten. Moment. So. Ich muss jetzt auf YouTube nachgucken. Bei Synthesia, wie das gespielt ist. Ich kann jetzt nicht alles raushören. Jetzt mal laden hier. Da. Da ist. Das muss ich jetzt raushören. Quatsch, nicht raushören, das kriege ich da. Ja. Hier, das ist dieses Stück da. Ich pack das mal auf die andere Seite, dann kann ich da schön hingucken. Mach ich mal hier neuen Dings hin. Neuen Putter. Nehme jetzt einfach mal ein Klavier. Das ist jetzt nicht das, was ich dann später benutzen werde. Mal wieder den hier und guck dann mal. Okay. Da haben wir ein F, ein noch ein F, ein Gis, ein C. Das wäre ja ein bisschen hoch. Dann hier. Nein. Nein. Ist das der richtige Akkord? F. Ist richtig. Und dann, genau. Dann kommt A. Ich glaube, das nennt man Is, wenn es die schwarze Taste ist. Dann kommt nochmal F. Ist das richtig? F. Is. Cis. Ich sollte mal echt Noten lernen. Ist ein bisschen langsam, aber es ist ein Remix. Ja, das ist komplett falsch. Kommt ein C. So. Willkommen. C. Ein Dis und dann ist es richtig das, das. Dann ein Gis, dann dat. Was sehe ich da? Dann kommt ein Dis.
Und dann beginnt es wieder mit F. Irgendwie so. Ist ja furchtbar, das Klavier. Ach so, da ist er. Okay. Dis, G, Ass. So, mehr wollte ich gar nicht. Das habe ich mir jetzt rausgefischt. Und dann würde ich mal sagen, einfach mal so, einfach mal gucken hier. Das ist doch falsch. Das ist schon richtig. Ich habe mich aber nur an dem anderen Remix gewöhnt, was ich nicht gefunden habe. Da hatte ich nämlich die Akkorde anders gemacht. Die werde ich jetzt auch nochmal hinmachen. Was kann ich hier nehmen? So. Mal hier hinstellen kurz. Und mein Stuhl, er quiekt. Ich mach das mal anders. Jetzt kann man das ja wieder nicht sehen. Toll. Ups. So. Jetzt kann man es sehen. Enchanter. Und dann machen wir einen Hall rauf. Ist zu langsam, ist glaube ich viel zu langsam. Und der Rhythmus stimmt auch irgendwie nicht. Oder das Tempo zum A cappella. So, wir den Cut-off. Bisschen mehr. Willkommen im Stream. Das ist so ein Scheißsatz hier. Ist ja alles Kacke. Nein, jetzt habe ich die da reingeladen. Löschen. So. Weiß der Scheiß drauf? Ich mach das so. Yeah.
doof. Den Trap-Hi-Hats? Echt? Was wird das? Zum Beispiel. War das die überhaupt? Ich glaube, die war das. Und guck mal hier. Nee. Ich mach mal random irgendwelche Akkorde, das wird schon zu der Tonart passen, zu der Sängerin. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Dazu mache ich mal hier aus. Ganz kurz. Ich würde gerne wieder diesen Dreier-Dings machen, die Dreier-Akkorde, die ich so liebe. Die ich eigentlich fast in jedem Lied mache. Ach so, mit den schnellen Hits. Echt, ich finde das nicht so nice. Ja, toll, das hört sich super, super an. Moment, ich mach das gleich mit den Heads. Oh, ich liebe diese. Egal auf welche Tonart, ich liebe immer dieses. Ja, so genau. Nee, es wäre zu viel, glaube ich. So, bitte wieder an. Ja gut, dann mache ich mal hier die Heads. Ich glaube, das ist... Ein eigenes Lied. Ach so, ich glaube, weil ich gesagt hatte, das ist ja Twitch-Verzögerung hier und ich sehe den Chat ja später, weil ich gesagt hatte, dass ich irgendwelche Akkorde mache und wenn das nicht zum Lied passt, habe ich Pech gehabt. Das passt ja. Ich weiß, ich habe schon ausprobiert, die drei Akkorde, dieses Dö-dö-dö. Passt zu so diesem Halleluja-Song, das würde sich nicht scheiße anhören. Ich kann es ja mal kurz hier. Ich will mal kurz was gucken. Was passiert, wenn ich hier den Swing aufdrehe? Seitdem ich diese Taste, diesen, weiß ich nicht, Balken hier kenne, hier oben, ich weiß gar nicht, wie soll man das erklären, was der tut? Der macht irgendwie, egal was für ein Lied man hat, der macht einfach alles cool.